was von Kanika gelernt hat, Kanika vom Backfass. Da war mal eine heiße Diskussion in Bayern und dann haben sie so über die Backfass geschrieben. Und dann habe ich mich eingemischt ins Gespräch und habe einfach gesagt, ja, was hat denn der Vogel? So. Und was war zuerst da? Es war ja die Backfasskönigin, wo die saftmütig waren und so weiter. Und dann ist man auch hier in die Zucht übergegangen. So, sie hat Orientierung alle. Sie hat aber zwei negative Aspekte. Und zwar die rasche Frühjahrsentwicklung bringt sie zu dem Schwärmen. Weil sie schnell entwickelt und wenn man sieht, im Schwärmen ist sie nicht zu bändigen. Das ist es. Das ist der Unterschied zu Backfass. Bei Backfass bringen wir die Zellen aus und das Leben geht weiter. So, und mit zweimal Ausbrechen hat man Ruhe. Sie ist durch diesen angepassten Ruhraum geben wir den gewissen Platz. Wir setzen sie nicht unter Druck, dass man sagt einfach, was jetzt viele Kanika-Imker oder andere Imker machen mit Zander, sie haben nur einen Brutraum, 10 Waben drin, Zander oder Leuchtmann. Ist ja klar, der Druck ist groß, die brauchen mehr Platz, dann gehen sie in Schwammstimmung über. So, und die haben noch die beschränkte Fruchtbarkeit und Legetätigkeit. Wenn es keine Tracht geht, wenn es keine Tracht gibt, gehen sie einfach von der Brut weg. Ja, deswegen, im Sommer haben wir immer diese Pausen von dem Raps, wenn es dann zum Wald geht, haben wir diese Pause und dann tut sie einfach, bleibt sie einfach stehen und brütet nicht mehr. Und dann kommt der Wald und dann hat sie eine gewisse Schwäche. Und einfach hergehen, Schwamm zu unterbinden oder dass sie nicht schwärmen, ein Ableger vorher machen. Ja, wenn die eine Kuh melken will, dann schneide ich ihr nicht eine Zitze ab. Ja? Also, ich muss das Volk so laufen lassen, wie es gewachsen ist, und ich muss nur sehen, wie es lenkt. Aber ich gehe da nicht her und mache, wenn ich will Honig ernten und nehme raus und mache einen Ableger, damit es nicht schwärmt. Das sind keine Methoden der Betriebsführung. So, gehen alle Völker durch. Futter gucken, das ist das Letzte, was wir machen. Und am Flügel ein bisschen wegschneiden. Nur ein bisschen. Das dürfen Bio-Imker nicht machen. Also, ich weiß nicht, EU-Bio vielleicht, aber die anderen Bio nicht. So, und wenn die rausfliegt jetzt, ja, soll sie rausfliegen, dann liegt sie vor dem Flugloch. Dann müssen sie alle mal beim Flugloch vorbeigehen und dann finden sie sie. Wir übersehen auch hier und da mal eine Zelle. Aber wir verlieren keine Schwarm an den Nachbarn. Ja, das ist ja wichtig. Und wenn man immer wieder hört, oh, die haben geschwärmt, die haben geschwärmt. Ich habe ja Kontrolle gemacht, aber die haben trotzdem geschwärmt. Nur ist es auch so, du musst ein Gefühl haben, das Flügelchen abzuschneiden. Oder viele haben ein Problem, einen König schon zu zeichnen. Wir zeichnen sie heute, das Beste ist der Lackstift. Es gibt diesen Lackstift, der ist der Beste, und der geht nicht weg. Der andere Stift, der geht weg. Und mit dem Brechen, das ist ein Hokuspokus, und wenn einer nicht das gewisse Gefühl dafür hat, kriegt es es niemals in den Griff. Ja, also nehmt ihr den Lack zuerst mal wegtupfen, mal den ersten Tropfen, sonst ist zu viel drauf. Und die Königin oder den Finger halten oder im Zeichengerät halten und drauf tupfen, ein bisschen so lassen und wieder zurück tun. So. Ja, die Saftmutzende, wie schön das aussieht. Heute das ist noch ein anderes Bild, da habe ich noch die Futtertasche drin. Und jetzt guckt euch das mal an, wie sauber das oben ist. Ich habe das vorher nicht geputzt, sonst wären die Bienen nicht so. Und wenn ihr den Kasten öffnet, ja, dann rennen die nicht weg. Wenn ich jetzt eine Folie da habe und die noch verbaue ich und ich rausreiße, dann ist der Teufel los. Ja, und müsst ihr euch merken, eine Folie gehört in Gerdesack. Ihr müsst ihn, wir haben alle Kästen, auch Zander, alles was wir haben nirgends die Kästen so gebaut, dass man eine Folie dazu braucht. Und wir verkaufen auch keine Folie. Also, das ist sehr wichtig. Die Folie kann niemals einen Abstand geben. Thaler bei uns in Heidelberg hat ja früher behauptet, an der Folie steht Wasser, was die Bienen brauchen. So, und dann über Winter kriegen die Bienen dann das Wasser. Nein, das Wasser haben die schon im Honig, die Prozent im Honig, das reicht ihnen aus. Außerdem haben wir niemals, und dann da verschimmelte Waben, wir haben durch diese Zirkulation, durch den Abstand oben, durch die Seite, dass da ein freier Raum ist, haben wir eine schöne, saubere Sache, wo die Luft zirkulieren kann und
steht niemand Schimmel.